Hallo und herzlich willkommen diesen Sonntag zu einem neuen Tutorial. Wie immer geht es um WordPress. Wir werden uns heute um den letzten Teil bzw. den letzten langweiligen Teil kümmern. Und zwar werden wir uns die letzten Daten für unsere Posts, was heißt diese drei hier, einmal wer es geschrieben hat, wann es geschrieben wurde, wie viele Kommentare dort sind, außerdem einen Weiterlesen-Link und wir werden die Wörter eines Textes begrenzen auf 20 oder sowas. Außerdem werden wir unser Titelbild zu den Posts zuweisen. Wie gesagt, es ist immer noch ein langweiliges PHP-Tutorial, wir werden noch nicht stylen, allerdings geht es damit nächste Woche los. Also beginnen wir mit dem letzten langweiligen Part. Dazu öffnen wir als erstes unsere Index.php, da wir einfach hier drin arbeiten müssen. Hier oben haben wir den Titel. Als erstes lösche ich mal alle HTML-Tags, das hätte ich eigentlich schon mal machen sollen, die brauchen wir nämlich nicht mehr. Wir haben hier oben schon unseren Titel. Was heißt, wir kriegen unseren Titel hier schon ausgegeben. Außerdem haben wir Content. Dieses Content, diesen Content-Tag brauchen wir jedoch in Zukunft nicht mehr, weil wir benötigen dafür einen anderen, den habe ich schon mal vorbereitet. Das ist der sogenannte the Expect-Tag. Das hier drin kommt raus, das brauchen wir nicht. Wenn ich das jetzt abspeichere, werden wir gleich sehen. Ich habe hier schon mal Texte vorbereitet, das werde ich gleich erklären. Wenn ich das aktualisiere, verschwindet alles und hier kommt so ein komisches Zeichen. So, als erstes erkläre ich mal eben, warum hier Text steht. Ich habe schon mal vorbereitet, mal ein bisschen schönere Titel und mehr Text. Außerdem habe ich hier einen More-Link, den brauchen wir nicht. Das habe ich schon mal vorbereitet. Das andere, was wir natürlich jetzt brauchen, weil wir das auch später ausgeben wollen, ist ein Titelbild. Um das zu erreichen, müssen wir die Function.php öffnen. Functions.php. Was macht das hier dran denn? Das müssen wir eben mal auslöschen, das brauche ich nicht. So, das ist unsere Functions.php. Hier muss nur ein kleiner Tag rein und zwar dieser hier. Add Theme Support Thumbnails. Das sagt WordPress einfach nur, dieses Theme unterstützt Thumbnails. Also gebe uns hier im Backend, wenn wir einen Post anlegen, einfach ein neues Kästchen, Beitragsbild. Wie gesagt, Text und Überschrift habe ich schon mal vorbereitet, Beitragsbilder noch nicht. Also werden wir es hier jetzt einfach aussuchen und als Beitragsbild festlegen. Das aktualisieren wir jetzt und wenn wir das hier aktualisieren, passiert halt noch nichts, weil wir unsere Beitragsbilder noch nicht verlinkt haben. Damit ist aber unser Teil im Backend schon mal fertig. Wir werden natürlich dem anderen Beitrag auch noch eben ein Beitragsbild zuweisen. Zack, zack, Beitragsbild festlegen, aktualisieren. Und weiter geht's mit der Programmierung. Der nächste Teil wird etwas komplizierter. Wie gesagt, wollen wir unser Text auf ein gewisses Maß an Wörtern begrenzen. Ich sag einfach mal 20, das ist aus dem Bauch heraus, man kann später auch noch mehr zulassen. Außerdem wollen wir hier unten einen Weiterlesen-Link, der automatisch dahin generiert wird. Um das zu erreichen, müssen wir allerdings tief in WordPress vorgehen. Und zwar gehen wir auf WP Include. Hier drin drückt ihr einfach, hier drin scrollt ihr einfach runter, bis irgendwann die Formatting.php kommt. Formatting, keine Ahnung, wie das spricht. Auf jeden Fall ist die sehr lang, daher empfehle ich einfach, wenn ihr eine Suchmöglichkeit habt in eurem Programm, ich benutze halt Dreamweaver, das ist das mit strgf, dann könnt ihr aktuelles Dokument, das durchsuchen nach WP Trim Expert, einfach Enter drücken und der sucht euch das raus. Hier in dieser Funktion, das ist im Prinzip die Funktion, die hier aufgerufen wird. Also TheExpect ruft diese Funktion auf. Hier drin können wir diese Zahl verändern. Die stecken wir einfach mal auf 20. Ich speichere mal ab. Und man sieht, der Text wird wesentlich weniger. Das andere, was wir wollen, dieser komische Paragraph-Dingens hier dran, das wollen wir nicht. Das ist einfach hier unten drin. Das löschen wir da einfach komplett raus. Man könnte hier auch noch was anderes reinschreiben, das machen wir aber nicht. Und wir speichern das Ganze ab. So, jetzt haben wir schon unser Text runtergesetzt. Uns fehlen aber noch unser Titelbild, haben wir schon gesetzt. Und uns fehlen halt die ganzen Informationen, die wir jetzt ausgeben müssen. Dazu gehen wir in die Index.php und überlegen als erstes, was kommt unter den Titel. Da kommen unsere drei Infos rein, die wir haben. Das heißt, ich öffne mal eben einen kleinen PHP-Tag und schließe ihn auch direkt wieder, mache hier so einen Strich zwischen, das Ganze kopieren wir und damit haben wir es schon soweit fertig. Jetzt brauchen wir natürlich die Tags.
Unten in der Beschreibung ist natürlich wie immer ein Link verlinkt, diesmal ein bisschen ausführlicher, nämlich dieser hier. Da gelangt ihr zu dieser Seite. Hier befinden sich jede Menge Tags, die sind hier auch alle wunderbar erklärt. Und hier können wir uns die Sachen raussuchen, die wir brauchen. Zum Beispiel kopiere ich mir den Author, also den Autor, zack. Und wenn ich das jetzt aktualisiere, steht hier Unleashed. Unleashed ist der Benutzer, mit dem ich das hier geschrieben habe. Ihr könnt das natürlich anpassen, wie ihr wollt. Allerdings ist es halt der Autor dieses Beitrags und der wird da ausgegeben. Das andere, was wir brauchen, das ist ein etwas komplizierterer Tag, nämlich das Datum. Dazu gehe ich mal hier runter, hier müsste irgendwo Date stehen. The Date. Das Problem bei The Date ist, wenn man das hier einfach so reinkopiert, wird einfach ein sehr komisches Datum ausgegeben, einfach dieses hier. In unserem Fall passt das sogar schon, erstaunlicherweise. Das ist genau das, was wir haben wollen. Allerdings muss das nicht so bleiben. Ihr könnt das Datum verändern, wie ihr wollt. Und zwar gibt es auf dieser Seite, die ebenfalls verlinkt ist unten in der Info, eine Erklärung, wie WordPress the date verlinkt. Was heißt, wenn ihr zum Beispiel eine 0, also immer zweistellige Zahlen haben wollt statt einer, müsst ihr ein D nehmen. In unserem Fall, um unser Datum zu generieren, sehe das in etwa so aus. Wir haben ein J, dann haben wir einen Punkt. Das J kriege ich hierher, weil wir unsere Zahl wollen. Der Punkt ist hinter der Zahl, soll ein Punkt stehen. Dann ein Leerzeichen. Warte, das Ganze muss in so Klammern. Dann ein Leerzeichen. Dann wollen wir ein F, weil hier unten, dann kriegen wir halt Monate in so kompletten Sätzen ausgegeben. Oh, schwerer Satz. Und ein großes Y für das Jahr. Wenn ich das jetzt abspeichere, verändert sich natürlich nichts, weil das die relativen Standard-Settings in WordPress sind. Wenn ich das jetzt aktualisiere, sehen wir, es bleibt so. Wenn ich hier jetzt aber zum Beispiel statt dem Punkt einen Bindestrich machen würde, würde halt dort ein Bindestrich erscheinen, wie ihr seht. So könnt ihr euer Datum stylen, wie ihr wollt. Das geht relativ einfach und auch sehr unkompliziert. Das nächste, was wir brauchen, wir wollen sehen, wie viele Kommentare auf einen Post sind. Wie ihr seht, habe ich hier so ein kleines Icon vor, das kommt später beim Stylen. Bei uns geht es jetzt darum, dass man hier eine Zahl hat und vor allem nicht nur eine Zahl, sondern gleichzeitig einen Link. Weil wenn man hier draufklickt, will man zum Beispiel direkt Kommentare machen unter den Sachen, deswegen mal verlinken wir das direkt. Dazu müssen wir als erstes ein A-Tag aufmachen, also so einen normalen HTML-Link-Tag. Und umranden damit die Zahl. Hier rein kommt ein weiterer PHP-Tag. Und zwar ein ziemlich leichter. Wir wollen nämlich einfach nur einen Permalink im Prinzip. Und das ist in WordPress ganz einfach. Das ist nämlich einfach, zack. Oh, hier, das muss weg. The Permalink. Das gibt uns einfach den Link zu einem Beitrag. Wenn ich das jetzt zum Beispiel abspeichere, sehen wir halt noch nichts. Da kommen wir gleich zu. Aber jetzt haben wir schon einen Link generiert. Jetzt brauchen wir natürlich noch etwas, das den Link füllt, weil ohne wäre es relativ sinnlos. Daher müssen wir jetzt als erstes diesen kleinen PHP-Tag, den ich auch schon mal vorbereitet habe, hier reinziehen. Zack. Und dieser, rutsche ich mal die nächste Zeile, dieser PHP-Tag, Comments Number, sagt uns einfach an, das gibt uns einfach eine Nummer mit der Anzahl der Kommentare, die auf diesen Post gesetzt wurden. Im Prinzip, wenn ich da hier nichts mache und wir das aktualisieren, sehen wir hier keine Kommentare. Das kann man natürlich so lassen. Ich persönlich finde Zahlen schöner. Daher habe ich hier eine 0 reingeschrieben. Der ist nämlich so aufgebaut, dieser Tag, dass bei 0 Kommentaren wird der erste String genommen. Wenn ich ein Komma setze und einen zweiten String mache, wird der bei einem Kommentar genommen und bei mehr Kommentaren als einem wird der dritte String genommen. Das heißt, ihr könnt drei verschiedene Layouts vorgeben bei diesem Tag, was gar nicht schlecht ist, um verschiedene Situationen Herr zu werden. Wenn ich das jetzt aktualisiere, haben wir eine 0. Wie ihr seht, wenn ich mit dem Maus drüber gehe, auch einen Link. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt draufklicke, komme ich auf die Seite. Was heißt, wir sehen hier oben schon, ich bin jetzt auf dem Post und könnte jetzt später hier kommentieren oder unsere Postansicht genießen. Das letzte, was wir natürlich brauchen, ist hier der Weiterlink und unsere Thumbnail. Unser Thumbnail ist ziemlich einfach. Dazu einfach diesen kleinen PHP-Tag.
kopieren, den setze ich mal hier drüber. Das ist if dieser has post thumbnails, also wenn dieser post thumbnails hat, dann poste das Thumbnail. Wenn ich das jetzt abspeichere, werden hier gleich riesige Bilder erscheinen. Zack, da sind sie schon und unser Thumbnail ist da. Das heißt, wir haben jetzt Bilder, wir haben eine Überschrift, wir haben unseren Autor, das Datum und die Kommentare. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist hier unten ein Link. Und der funktioniert im Prinzip genauso wie dieser hier. Den kopiere ich einfach und setze ihn hier drunter. Zack, und statt unserer Nummer schreibe ich jetzt hier rein einfach jetzt lesen, Ausrufezeichen. Wenn ich das jetzt aktualisiere, haben wir hier hinter noch einen Link. Wo ist es? Da, jetzt lesen und wir haben unser Theme soweit fertig. Also wir haben alle Informationen, die wir brauchen. Alles weitere ist jetzt CSS-Styling und JavaScript. Damit geht es nächste Woche weiter. Wir werden jetzt noch kurz unsere HTML-Tags schon mal ein bisschen setzen. Und zwar haben wir zum Beispiel das hier alles immer in einer, ja, in einem Bereich. Was heißt, wir sagen, das ist komplett ein Artikel. Zack, dafür habe ich einfach schon mal hier einen Artikel drum gemacht. Und das kommt hier drunter. So, das Ganze rücken wir natürlich nochmal ein. Dann haben wir hier oben ein Post Thumbnail. Das heißt, wir trennen diesen gesamten Bereich in zwei Teile. Das heißt, wir haben hier einen Inhaltstext und einen Thumbnail. Das heißt, hier oben kommt jetzt eine Divbox hin, die das Thumbnail einschließt und eine Divbox, die den Rest einschließt. Dazu später mehr. Das brauchen wir einfach später zum Styling. So. Das andere, wir haben eine H3-Überschrift als Titeltext. Das liegt daran, die Hierarchie von H-Überschriften auf einer Webseite ist ziemlich einfach. Wir haben einmal eine gesamte Überschrift, das ist die H1. Die gibt es nur einmal auf einer gesamten Internetseite. Es sollte im Bestfall der Name sein. Bei uns ist zum Beispiel Travel the World. Und dann gibt es H2-Überschriften, die sind einmalig auf einer Seite. Das sind meistens die Seitenüberschriften, wie zum Beispiel About oder so etwas. Und dann gibt es die H3-Überschriften, die sind mehrfach auf einer Seite vertreten, was in unserem Fall halt zutrifft. Wir haben immer viele Post-Überschriften, deswegen passt das. Das nächste wird diese Unterzeile hier. Die zu stylen ist auch nicht wirklich schwer, sie muss aber in einer Divbox sein, damit sie halt unter unseren Titel fließen kann. Außerdem muss das hier unten in einer Divbox sein, damit wir das später auch einzeln ansteuern können. Außerdem sollte man natürlich Text immer in P-Text setzen. Das hat den einfachen Grund, dass es einfach für Google sehr wichtig ist. Daher machen wir das einfach. So, wenn ich das jetzt aktualisiere, hat sich das schon mal untereinander angeordnet. Es sieht natürlich noch nicht so aus wie unser Design. Dazu nächste Woche mehr. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt das letzte langweilige Tutorial hinter euch. Nächste Woche wird es interessanter. Wir werden dann anfangen, unseren Header zu stylen und ja, einfach Stück für Stück jetzt unsere Seite, also unsere Startseite anzupassen, dass sie so aussieht wie dieses Design hier. Und ja, dann geht es weiter mit den ganzen Unterseiten. Dazu werden dann wieder jeweils einzelne PHP-Tutorials kommen mit anschließendem Styling der Unterseite. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Comments und Likes natürlich nicht vergessen. Und wenn ihr aktuell bleiben wollt, unten in der Beschreibung ist wie immer Instagram, Facebook und Twitter. Ich freue mich auch dort über neue Follower, vor allem bei Twitter und Facebook. Dort poste ich immer aktuelle News, die ich vielleicht auf YouTube so nicht veröffentliche. Also schaut mal vorbei. Bis bald. Ciao.